Hallo, mein Name ist Heidi Haas und du hast mich wieder über meinen YouTube-Kanal gefunden oder weil du einen Suchbegriff eingegeben hast. Ich stelle Videos ein für bewusste Heiler und Aufgeweckte. Tutorials, die dich weiterbringen, um dein Leben geschmeidiger, sanfter, ruhiger laufen zu lassen, dass du Erkenntnisschritte integrieren kannst. Heute ist ein großer Erkenntnisschritt da. Und zwar, es ist unser Thema heute spirituelle Revolution. Was ist eine spirituelle Revolution? Revolution kennt jeder, aber spirituell? Und zwar, eine Seele kommt hier auf die Erde, um Erfahrungen zu machen. Erfahrungsschritte unterschiedlicher Art. Sie integriert positive und negative Energien, bringt sie bei negativen Energien in die Neutralität und bringt sie auf eine höhere mentale Ebene, indem sie sie mit Energie anreichert, als Erfahrungsschritt integriert, auf eine höhere mentale Ebene. Die positive Energie, die kann direkt dort eingespeichert werden. Du kennst das, eine Energie von Liebe, Freude, Leichtigkeit, die musst du nicht erst schwerlastig bearbeiten. Ja, da magst du eigentlich unendlich viel davon haben und in deinem Energiefeld haben. Und so ist es halt auch mit Themen, die letztendlich Karma reduzieren. Was ist Karma? Karma ist ein energetisches Ungleichgewicht. Ein zu viel an negativen Energien ist entstanden. Negative Energien sind materiell, sehr materiell, bis tief materiell. Manche Ängste sind als richtige, schwerste Blockaden bei dir vertreten. Und du weißt, wie sich eine Angst bei dir dann darstellt. Und das ist ein Faktor, der wieder in die Neutralität gebracht werden muss. Also ein Karma ist immer ein seelisches Ungleichgewicht. Oft wird Karma verursacht, indem eine andere Person an dir etwas vollzieht, um dich in ein seelisches Ungleichgewicht zu bringen. Gleichzeitig durch diesen Akt, was diese Person macht, löst sie ein Karma bei sich selber aus, also auch ein seelisches Ungleichgewicht. Die Seele versucht halt immer in die Neutralität und ins Gleichgewicht wieder zu kommen. Und das sind halt unterschiedliche Faktoren, wie sie da hinkommen kann. Durch die Erkenntnis ist der Hauptfaktor. Erkenntnis ist dann immer, dass da was schiefgelaufen ist. Du erkennst Faktoren in deinem Leben, da ist was schiefgelaufen. Schau dir mal das Video Trauer an, dann wird dir noch einiges dann klar. Das habe ich auch eingestellt. Gib mal den Suchbegriff Trauer ein, dann bin ich nochmal gezielter darauf eingegangen. Und dieses seelische Ungleichgewicht muss irgendwie aufgewertet werden. Und so ist es halt auch mit allen schwerlastigen Energien, die materiell sind und die Seele in eine Instabilität bringen. Jetzt kann die Seele aus sich heraus selber, indem sie eine Kopplung mit dem Verstand eingeht, man nennt es dann eine seelengesteuerte Symbiose, eine seelengesteuerte Persönlichkeit haben, kann sie Impulse geben, aus sich selbst heraus diese Verarbeitung zu machen. Viele gehen dann zu sogenannten Retreats oder in spirituelle Vereinigungen, erlernen Meditation, um dieses Gleichgewicht wieder herzuleiten. Und wenn es einmal hergeleitet ist, dann kann man oder der Betreffende durch eingeleitete Selbsterkenntnisschritte die spirituelle Revolution einleiten. Also eine Schräglage, die entstanden ist, ein Ungleichgewicht damit kompensieren, in die Neutralität bringen und ausgleichen. Energien, die diese spirituelle Revolution voraussetzen, sind diese Faktoren. Erstmal Erkenntnis, Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Annahme.
Das sind die höchsten Tugenden, die die spirituelle Revolution einleiten. Also, wenn eine Seele ein seelisches Ungleichgewicht durch ein Karma erfahren hat, also jemand, sage ich jetzt mal in einem Leben, hat die Inkarnation vorzeitig beendet und ein Trauma auf diese Seele ausgelegt, dann ist es nicht der Faktor, dass dann jetzt die Seele hingeht und jetzt kommt zum Beispiel die andere Seele da um die Ecke und raut ihm die Rübe ab. Ja, das ist Rache. Rache wieder massivst materiell, erzeugt noch mehr Karma. Sondern die spirituelle Revolution, Vergebung. Ich vergebe dir, was du da gemacht hast. Das ist, mal so eben gleich gesagt, ganz schwer für die meisten umzusetzen. Die meisten sagen, ich kann nicht vergeben. Erkenntnisprozess schon mal unterbrochen. Vergebung, ja, geht schon mal nicht. Dann die Annahme, ja, shit happens, ist dann halt so gelaufen. Das ist jetzt immer die unterste Stufe. Shit happens, ist so gelaufen. Aber Annahme heißt vollständig annehmen. Dessen, was gestehen ist. Auch wieder integrieren, in die Neutralität bringen und hochwuseln. Zur Vergebung gehört auch, sich selbst vergeben zu können. Dass du mal was gemacht hast. Viele sagen dann, boah, das kann ich mir selbst nicht vergeben, weil. Ja, das ist schon auch so ein Ungleichgewicht, was du da erzeugst. Also solltest du auch bei dir erstmal starten. Dann Liebe, dass du Liebe jedem Menschen gegenüber entgegenbringst. Der Verstand ist meistens nicht in die Seelenpläne involviert. Nein, nicht meistens, in der Regel nicht. Gar nicht. Ja? Der weiß nicht, was dahinter steckt. Da können naheste Seelengefährten mit dir inkarnieren, um dich an Grenzerfahrungen zu bringen, wo du freiwillig nicht hingehst. Ne? Aber diese Seele inkarniert mit dir und übernimmt einen sogenannten Arschengel. Ja? Der ist dein Triezer, dein Peiniger, um dich ja in diese Grenzerfahrung zu bringen, dass du in die Umsetzung gehst, um Blockaden, die du mitgebracht hast und auf der Checkliste deines Lebens stehen hast, dies will ich bearbeiten. Wer mit dem Popo in der Sahne sitzt, sitzt in der Komfortzone, der bewegt sich nicht da raus. Du brauchst manchmal da so einen kleinen Treter, einen kleinen Kicker von der Seite, der dann dir aufzeigt, na, du sitzt mit dem Popo in der Sahne, jetzt machst du dir mal unkomfortabel, ich trete mal, ja, und dann musst du dich bewegen, ja, meistens kommt dann erstmal eine Reaktion darauf, hey, so, Entschuldigung, Arschloch, ja, ja, und, aber du gehst in irgendeine Aktion, eine Interaktion zwischen euch beiden. Der Mensch, der dir geholfen hat, der weiß das teilweise nicht, weil das sein unterbewusstes Programm ist, die Seele, die das angesteuert hat. Der Verstand hat dann bloß was forciert und hat das in die Realisation gebracht und umgesetzt. Und bewegt dich dadurch, irgendetwas zu tun. In der Regel sind es dann Blockaden lösen und Ausgleich herzuleiten. Dann gibt es den Faktor Mitgefühl. Wenn du sehr, sehr mitfühlend mit anderen Menschen bist, löscht du automatisch schon Karma und Ungleichgewichte. Mitfühlend ist eines der höchsten Tugenden. Mitgefühl und Liebe für alles und jeden zu haben, auch für Tiere. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Sie tragen das Leid, was wir selber im vollen Umfang nicht mehr tragen können, das tragen sie mit. Und wenn ich dann so Bilder sehe, wenn Tiere von Menschen gepeinigt werden, gequält werden, umgebracht, gemeuchelt, glaubst du, deine Seele bleibt dann in der Stabilität? Deine Seele ist empathisch. Die sieht, was von Leid da existiert. Ich rede jetzt nicht vom Fleischkonsum oder Fleischverzehr. Es gibt aber genügend Peinigungsmethoden, die umgesetzt werden oder in die Realisation gebracht werden, wo Tiere gequält werden. Aufs übelste Weise. Heute habe ich Bilder gesehen, da haben Besitzer ihre Hündchen nackt rasiert und tätowiert. Dann sage ich immer, also haben die sich das Gehirn weggeschossen? Das kann doch nicht mehr sein.
Du quälst ein Mitgeschöpf durch irgendwelche fehlgesteuerten Gedanken, indem du sagst, da braucht ein tolles Tattoo über den kompletten Bauch. Jeder, der sich hat tätowieren lassen, der weiß, wie weh das tut. Wer glaubt ihr denn, Tiere haben kein Empfinden? Also das finde ich das Grottigste, was man machen kann. Wenn du jemanden quälen willst, dann quäl dich. Wenn du das meinst, ja, mach das bei dir, aber doch nicht an den Tieren. Das sind wehrlose Geschöpfe. Und sie tragen bewusst das Leid, was du selber so nicht mehr tragen kannst, mit. Das ist Mitgefühl. Das ist die höchste Tugend. Bedingungslose Liebe ist die höchste Tugend. Ne? Ich rede jetzt nicht nur von Liebe, sondern an eine Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist. Dein Hund, dein Tier, dein bepelzter Mitbewohner bringt dir bedingungslose Liebe entgegen. Er erwartet da nichts. Er freut sich, wenn du eine Reaktion zeigst. Aber das ist bedingungslose Liebe. Beleuchte mal dein Leben. Wo in deinem Leben machst du etwas ohne Bedingungen? In der Regel ist alles an Bedingungen geknüpft. Und bedingungslose Liebe ist im Prinzip der Königsweg der Liebe. Und die Tiere haben das. Da müssen wir erstmal hin. Und das ist auch ein Faktor der höchsten Tugend der spirituellen Revolution. Die spirituelle Revolution ist der Königsweg, den Meditierende durch jahrzehntelange Praxis meistens versuchen, ihn irgendwie zu integrieren und wissen gar nicht letztendlich, warum sie das machen, warum sie Liebe, Mitgefühl, Vergebung machen sollen. Ja, das steht irgendwo in der Bibel, das steht in irgendwelchen Büchern, hat ein Weisheitslehrer gesagt, fühlt sich gut an, also machen was. Aber es sind Muster, die in deinem morphogenen Feld abgelegt werden, als höchste Tugend. Es sind Implantate und dieses Implantat wird auf Dauer dort verankert sein, weil das ist ein Katalysator, was dich aus negativen Energien hochschwingen kann. Das ist in den höchsten Mentalkörpern, im karmischen Körper verankert. Und andere Wesen erkennen dich an deinen Farben. Und dieses Implantat hat die schillerndsten Farben. Und alle ziehen den Hut vor der Seele, die diesen Weg, diesen Königsweg gegangen ist, durch Selbsterkenntnis die spirituelle Revolution eingeleitet hat. Geht jemand nicht diesen Weg, verlängert sich einfach die Anzahl der Inkarnationen, also der Leben. Die Seele muss mehrfach viele Male in die Inkarnation gehen und einzelne Facetten davon umzusetzen. Geht jemand einen Erleuchtungsweg, das ist ein Erleuchtungsweg, ja, spirituelle Revolution ist der klassische Erleuchtungsweg, dann geht er bewusst durch Facetten. Das heißt jetzt nicht, dass du in ein Kloster gehst oder Co. Das heißt nicht, dass du dadurch automatisch die Erleuchtung kriegst, sondern du kannst es zu Hause auch für dich umsetzen, indem du diese Sachen bewusst angehst, integrierst. Erleuchtung ist nämlich nicht nur ein Wort. Du leuchtest dann aus dir heraus. Das hängt mit Energiezentren zusammen. Entsinn dich mal also Buddha-Statuen. Jetzt nicht den kleinen, dicken Buddha, der da so freundlich sitzt und macht, ne, sondern so die ersten Statuen, die dann sind. Da hat er so ein Türmchen obendrauf. Ne. Viele werten das dann halt als eine Modeerscheinung. Da haben die Männer halt diese Türmchen da oben gehabt. Ja. Ist es nicht. Es stellt ein erleuchtetes Kronenchakra dar. Und wenn ein Kronenchakra durch den spirituellen Weg, durch den Erkenntnisweg sich vollständig öffnet, dann normalerweise ist ein Chakra, ein Energiezentrum wie ein Trichter, also wie so eine napfförmige Sache, ja? Und in dem Moment, wo das Kronenchakra im spirituellen Wege sich erleuchtet, also sprich aufgeht, dann stülpt sich aus dieser napfförmigen Vertiefung das nach oben. Und das ist symbolisiert worden durch diese Türmchenfrisur bei Buddha. In unseren heiligen Bildern, alten heiligen Bildern unserer alten Meister ist so ein Schein
so eine Corona darum gemacht. Das ist der Hinweis auf ein erleuchtetes Kronenchakra. Die Menschen oder Sehende, Medium, Channel, Medien, Heiler nehmen dann einen Schein wahr. Der Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht, weil er nicht genau sehen kann, aber die nehmen so einen Schein wahr und sagen, oh, was ist das? Ja, manche wissen das vielleicht, weil sie die Erfahrungsebene nicht haben, die wissen das nicht einzustufen, aber das ist dieser Heiligenschein, der auf den Bildern dargestellt wird. Das ist der Erleuchtungsweg, der vollzogen wurde in einer Inkarnation und dann sich als Schein, als Corona darstellt. Ich wünsche dir so eine Corona in deinem Leben, dass du den spirituellen Weg gehen kannst. In der Regel, wie gesagt, musst du dafür nach innen gehen. Das findest du nicht im Äußeren. Du findest zwar Impulse wie diese Videos im Äußeren, aber der Weg, das ist ein einsamer Weg, den musst du allein gehen. Du kannst dich zwar mit anderen austauschen, aber laufen musst du darin alleine. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt damit einen Impuls geben. Gehe hin und erlerne spirituelle Techniken. Erlerne Meditation. Weil Meditation ist der Anfang eines Erleuchtungsweges. Ich freue mich, wenn du mir für dieses Video einen Daumen hoch gibst und vielleicht sogar meinen Videokanal, meinen YouTube-Kanal abonnierst. Dann kriegst du mehr dieser Videos dann präsentiert und kannst da halt für dich noch mehr Erleuchtung integrieren. Ich wünsche dir ein lichtdurchflutetes Leben. Alles Liebe, Heidi Haas.